Die Titanic wurde auch das Schiff der Träume genannt. Und das war sie auch. Das war sie wirklich. Schicken Sie sie auf See, Mr. Murdoch. Ich habe nie daran gezweifelt, dass sich Titanic für 3D eignet. Die Frage war nur, wann. Das 100-jährige Jubiläum der Ereignisse bot die perfekte Gelegenheit. Man könnte sagen, ich bin ein 3D-Experte. Schon vor 12 Jahren haben wir digitale 3D-Kameras entwickelt. Ich habe also viel in 3D gedreht und bin da sehr wählerisch. Wenn ich also einen Film umwandle, muss er höchsten Ansprüchen genügen. Er sollte so aussehen, als hätten wir tatsächlich in 3D gedreht. Wir begannen mit der Restauration des Originals, weil wir nie ein echtes digitales Master vom Film hatten. Also haben wir das Bildmaterial herausgeputzt, bevor wir mit dem Umwandlungsprozess in 3D begannen. Wir haben verschiedene Firmen getestet, um sicherzugehen, dass wir die Qualität erreichen, die wir haben wollen. Wir wollten den Premium-Standard setzen. So brachten wir Jim mit unseren Leuten zusammen und zeigten ihm, was die Technik leisten kann. Titanic ist mein Baby. Also war klar, dass ich mich in jeden Schritt des Prozesses einbringen würde. Jedes Einzelbild wurde als Kunstwerk betrachtet. Wir haben eine kreative Vorstellung davon entwickelt, wie man Tiefe in jedem dieser Bilder erzeugen kann. Einen Film in 3D zu konvertieren, heißt in diesem Fall, 300 Computerspezialisten arbeiten über ein Jahr lang an den Konturen von jeder Figur, von jedem Objekt, um die korrekte Tiefe der verschiedenen Bildebenen zu kreieren. Und dann muss das Ganze so aufbereitet werden, dass man den Eingriff nicht bemerkt. Bis zu dem Punkt, an dem das Publikum glaubt, eine echte Welt zu sehen. 3D ist nicht die Welt, die durch das Fenster blickt. Es ist ein Fenster in die Welt. Ich glaube fest daran, dass 3D nicht nur große Bilder und Action verbessert. Eisberg direkt voraus! Komm weg! Sondern auch Szenen mit menschlicher Interaktion. Intime Momente sind sehr ausdrucksvoll in 3D. Du fühlst, dass du wirklich dabei bist. Jack! Hier sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Man fühlt sich noch mehr eins mit den Figuren und ihren Gefühlen. Eines beweist Titanic, wie gut ein Drama funktionieren kann. Man sitzt förmlich mit im Boot. Gott der Allmächtige. Die Rückkehr von Titanic ist die Chance für viele Kinofans, den Film erstmals auf der großen Leinwand zu sehen. Das macht sicher einen Teil des Reizes aus. Es bringt die Gefühle zurück, die man hatte, als man Titanic zum ersten Mal sah. Und in 3D ist der Film jetzt so mitreißend, dass man glaubt, an Bord des Schiffes zu sein. Oder mitten im Geschehen um Jack und Rose. Es bringt den Film nochmal auf ein völlig neues Level. Wenn das Schiff anlegt, werde ich mit dir von Bord gehen. Lass nicht meine Hand los! Ich werde es nicht vergessen. Titanic, ein Film von James Cameron, ab 5. April im Kino.